grüße euch. Was ist jetzt wichtig zu wissen für dich? Annette hier. 28.06.2024. Wir schauen wieder in den magischen Fernseher, was dann so los ist in dieser Woche. Licht, Befreiung. Der pure Atem Gottes weht um unsere Nasen. Wir spüren ihn, wir schmecken ihn. Settle in, ankommen in uns, die als Seele in unserem Seelenavatar ankommen, uns mehr verbinden, ihn oder sie noch mehr zu verstehen, mit ihm oder ihr noch mehr zusammenarbeiten. Mehr Frieden in diesem ganzen Körper-Geist-Seelen-Konstrukt entsteht dadurch und mehr Leichtigkeit. Und Dinge in dieser Woche, ist es so wie Dinge, die uns unmöglich erschienen haben, die waren unmöglich, weil wie soll das passieren? Wie soll das gehen? Wie soll er sie es denn umsetzen? Oder was auch immer. Plötzlich öffnen sich Türen. Magische Türen erscheinen in meinem Fernseher und die öffnen sich. Das Einzige, was wir Knallköpfe dann noch machen müssen, Kackstelzen nach oben und durch diese Tür durchstelzen, hin zu unserem Wunsch, zu unserem Ziel, Zielort, Zielwunsch. Aber wenn die Tür zu ist, ist die Tür zu. Das heißt, wenn der eine von Raum A nach Raum B ziehen will und dann den Vertrag kündigt, den anderen unterschreibt, dann kannst du ja nicht mehr in Raum A zurück, weil du hast jetzt den Vertrag für Raum B. Also jedem muss dann klar sein, geht jeder durch die Tür, die da durchgehen. Naja, es gibt kein Zurück. Die Tür fällt dann hinter uns wieder ins Schloss und verschwindet. Und wir sind auf dieser neuen Ebene angekommen. Wird ein bisschen komisch sein, sich dort denn zu akklimatisieren, weil fremde Energie, fremder Geruch, fremder Wind, fremdet, was auch immer. Aber je mehr wir uns ausdehnen, uns größer machen und im Vertrauen sind, umso schneller verbindet sich unser Körper-Geist-Seelen-Konstrukt mit den neuen Energien. Das ist ganz wichtig, Leute. Und dann seid ihr sofort in 0, nichts, je nachdem, wie schnell ihr euch damit anfreundet, mit den neuen Ort, Raum, wo auch immer euer Wunsch ist, verbunden und fühlt euch dann wohl. Also nicht kämpfen, ausdehnen, die Energie einladen, ins Körperfeld aufnehmen, sich wie SpongeBob damit füllen, um sich da dann sofort dann wohlzufühlen. Und es auch einfacher ist, sich denn dort zurechtzufinden, wo man dann ist an diesem neuen Wunschort. Halleluja. So, ich danke euch. Das war kurz, knackig. So soll es sein. Ich freue mich wieder um ein Like, Abo, Kommentar, wenn ihr dieses Video teilt. Ich wünsche euch von Herzen ein wunderschönes Wochenende. Genießt, was immer ihr genießen wollt. Wendet eurer Ansicht, was doof ist, segnet es und verurteilt euch dafür nicht. Macht's gut, ihr Lieben.